Ja, hier könnte, wie gesagt, halt auch noch irgendwo eine Skuldi rumhängen. Deswegen, ich werde mich hier auch nochmal ein bisschen umsehen. Speichere nochmal eben ab und teste, was passiert. Ja gut, ich meine, da sollte ja sowieso keine Skuldi drin sein. Aber es wäre schon cool, wenn man da mal reinkommen könnte. Versuchen wir dann später nochmal. So, ist hier vielleicht eine Skuldi drin? Ich glaube, wir hatten hier auch schon mal den Fall, dass wir eine Skuldi in der Feenquelle hatten. Deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Okay, ansonsten müssen wir uns auch mal schön an die Wände halten. Dass wir da nicht was übersehen oder so. Aber ich glaube, bis jetzt kommen wir ganz gut durch. Matchbox, okay. Da, ich sehe eine. Jo, geil. How beautiful. Falls in den Höhlen, in den braunen Dingern, oben in den Ecken eines Skuldi wäre, würde man das hören? Nee, eigentlich auch nicht, glaube ich. Aber wir hatten halt bis jetzt noch in keinem von den Dingern eine Skuldi drin. Deswegen, ich hoffe, da ist wirklich nicht irgendwas drin. Ansonsten wäre ich da traurig. Okay, wir sind aber immer noch nicht fertig hier. Noch 14. Wir nähern uns dem Ende. Alibaba und seine 40 Räuber wären stolz auf uns. Guck gerade nochmal im Wasser. Aber ich sehe, glaube ich, nichts. Die eine könnte da sein, wo Link und die Zelda-Prinzessin nach dem Kampf in Yabu Yabu. Ist dann direkt in die Wand. Hm, da habe ich aber schon geguckt, Susanne. Höchstens als Kind. Ja, das Kind können wir nochmal gucken. So, jetzt heiße ich nicht mehr, ich bin. Okay, willkommen back. Schön neu geboren auf jeden Fall. Mit neuen Namen. Leichti. Genau, Link muss da klein sein, richtig. Da gucken wir auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Dann. Wir suchen eben nur nochmal schnell als Erwachsener alles ab und dann kommen wir als kleiner Junge nochmal zurück, würde ich sagen. Ich höre auch nichts mehr. Ist halt schon echt mies, dass die überall sein können, ne, diese Skuldis. Dann hier noch 1000 Gegner, die ich abballern. Mann! Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, dass wir es schon leicht, vielleicht unter Umständen noch schaffen können, hier alles zu bekommen. Ich würde mich sehr freuen. So, wir gucken uns jetzt hier nochmal ganz genau um. Dann gehen wir nochmal kurz in Soras, ja, in Soras Domain direkt rein, also in die Stadt quasi von denen. Und dann gucken wir als Kind nochmal rum. Also hier sehe ich jetzt auch nichts weiter. Ich warte mal kurz bis Tag ist, dann mache ich nochmal Nacht und dann springe ich nochmal hier unten ins Wasser rein. So. Was schon in der Höhle, wo das Hühnchen ist, bei dem Bohnenverkäufer, der dort im Originalen sitzt. Ja, falls da eine Höhle ist. Ah, guck mal, da ist wieder eine. Ja. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke, ich war da schon, wenn dort die Höhle ist in Gold Quest. Immer noch nicht fertig. Wahnsinn. Genau, im Steinkreis, ja. Das ist halt die Frage, ob da jetzt in Goldquest eine Höhle ist. Ich denke aber, wenn da eine ist, dann war ich da schon. Ich hoffe es.
checken wir dann alles nochmal ab. Also auch als Kind und so checken wir das alles nochmal ab. Okay, da komme ich gar nicht hoch. Interessant. So, aber hier ist jetzt auch nichts weiter. Ja, ich hoffe, wir haben alles hier. Ja, immerhin, wir haben jetzt nochmal zwei Skullies gefunden. Aber es gibt hier immer noch welche. Das ist halt echt krass. Was hier alles los ist, ey. Bild von dem Modell im Discord gepostet. Dankeschön. Schau ich mir gleich mal an. Wunderbar. So, wir gucken. Ah, jetzt ist Tag geworden, ne? Warte, dann mache ich jetzt gleich nochmal Nacht. Ich weiß nicht, ob das in der Höhle eine Rolle spielt, aber ich glaube schon. Not sure. Kann sein. Muss nicht. So, gucken wir uns hier jetzt noch einmal um. Wenn hier dann nichts ist, dann machen wir uns klein und ja, dann gucken wir uns als Kind nochmal hier um, würde ich sagen. Würdest du dir Lego-Spielzeug holen, was 300 Euro kostet? Ja, nee. Leider nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Und ich bin leider auch nicht der größte Lego-Fan. Macht mal Spaß mit Lego zu spielen, klar, aber ja, wäre jetzt nicht so meins, nee. Leider nicht. Trinkst du gern Cola? Klar. Cola Zero. Cola, ganz normale Cola, die man halt, ja, ganz normale Standard-Cola. Am liebsten aus der Dose, so schmeckt es mir am besten. Vanille-Cola trinke ich sau gerne. Ich trinke gerne Cola, ja. Ich bin zwar nicht gefragt, aber ich liebe Cola. Cola ist ja auch gut. Sau nices Produkt. Ja, aus der Dose. Ja, aus der Dose schmeckt es am besten, ne? Weiß nicht. Es ist sehr, sehr merkwürdig, finde ich, wie viel Geschmack was ausmacht, aus welchem Gefäß man etwas zu sich nimmt. Finde ich immer sehr, sehr merkwürdig. Aber ja. Also ich bin immer ein großer Fan entweder von der Dose oder aus einer Glasflasche. Da schmeckt es einfach am besten, keine Ahnung. Plastik schmeckt mir nicht so gut. Meine Meinung. So, okay, ich sehe hier nichts mehr. Mein Mann versteht das nicht, aber es ist so. Bin ich voll bei dir. Basinus. Basinus gibt es bei Netto. Was ist das? Hab ich leider noch gar nicht gehört. Vanille-Coke aus, aus der Dose ist geil, ja. Ab und zu einen kleinen Schluck Cola, so alle paar Monate. Ja, soll man nicht immer trinken. Ich trinke auch eigentlich immer nur Wasser. Wenn es jetzt mal bei uns so besonderes Essen gibt, sag mal, wenn mal gegrillt wird oder wenn es mal Burger gibt mit Pommes, da passt halt einfach eine Cola mega gut. Ansonsten bin ich auch nur Wassertrinker. Genau, Glasflasche kommt direkt nach der Dose. Ich würde sagen, wir machen uns mal klein und schauen uns nochmal ein bisschen um, oder? Was sagt ihr? Orangenlimonade. Ah, okay. Ich trinke unter der Woche auch nur Wasser. Am Wochenende gibt es dann mal eine Cola. Ja, man soll sich immer mal gönnen, oder? Zur Not kann man sich auch sein Getränk selber mixen mit dem Soda-Stream. Das mache ich gerne. Soda-Stream finde ich auch ganz gut. Auch eher das Ding mit der Glasflasche. Früher hatte ich das mal mit Plastikflaschen. Da hat, ja, die waren halt schnell keimig, fand ich. Hat man richtig schnell gemerkt, dass die hier so Keim angesetzt haben. So, das Wasser, was man da sich selber sprudelt, fand ich immer sehr lecker. Aber ich bin mit den, ja, ich sag mal, Mixturen, die man da kaufen konnte, bin ich nie warm geworden. Das hat mir leider immer nicht so geschmeckt. Kann auch sein, dass ich das immer mal falsch dosiert habe.
Aber nee, ich bin da leider nicht so warm mit geworden. Mir hat das immer nicht so gut geschmeckt. Da habe ich lieber immer mal selber was gekauft. Also Originalsachen halt. So, Leute. Geh mal als Kind nochmal gucken. Hast du schon alle drei Schwerter aus Zelda Golden Quest? Klar. Also, Item-Menü ist komplett voll. Wir haben eigentlich alles gefunden. Hier auch alles komplett fertig. Uns fehlt nur noch ein Herzteil und 13 Skultis. Ansonsten sind wir dann wirklich zu Ende. Also du kannst mir gerne sagen, das Rezept, aber wir haben keinen Soda-Stream mehr. Deswegen, wir kaufen jetzt wieder Flaschen. Wir haben uns da jetzt wieder drauf geeinigt, dass wir Flaschen kaufen. Und schleppen halt ein bisschen Flaschen und passt auch. Ja, genau. Das mit den Deckeln ist auch echt dumm. Das stimmt. Ich hasse das mit den Plastikflaschen, dass da jetzt immer so diese Deckel an der Flasche kleben. Klar, die wollen, dass die Deckel halt an der Flasche bleiben, aber ganz ehrlich, da rupfen die halt das Ding komplett ab. Das juckt die auch nicht. Wenn sie das wegschmeißen wollen, dann wollen sie es wegschmeißen. Das ist doch scheißegal. Ich verstehe halt auch nicht, warum man den Deckel wegwirft und nicht auf der Flasche lässt. Ganz merkwürdig. Ja. Komplett bescheuert. Und wenn er den Deckel wegwerfen will, dann rupft das halt ganz ab. Ganz ehrlich, das ist auch nicht so schwer. Das kriegt man auch hin. Oder schneidet's durch oder was auch immer. Das ist, genau, jetzt schmeißen sie die ganze Flasche weg. Eben. Das ist alles komplett bescheuert. So, wir gucken hier nochmal in das Loch schnell rein, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir da schon drinne waren. Oder? Ja. No! Zack. So, da oben haben wir so ein Ding, aber da wird doch keine Skulli drin sein, oder? Nee. Okay, also hier ist weiter nichts mehr. Ihr verkauft kein Herzteil, oder? Green Potion, ne. Red Potion, ne. Schade, tschüss. Okay, weg mit denen. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Machen wir mal hier kurz Nacht. Und schauen uns hier nochmal um. Wir laufen jetzt hier nochmal das ganze Gebiet als Kind ab. Und hoffen einfach mal das Beste. Ich habe einen Wasserhahn, da kommt gefiltertes und gesprudeltes Wasser aus dem Hahn. Das ist auch nice. Hätte ich auch gerne. Ah, naja. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Lady Makoros. Das ist auch was Feines. So, ich glaube, hier gab es keine Skulltie, wenn ich da was ins Loch getan habe, ne? Oder wenn, dann habe ich schon gemacht, glaube ich. Ne. Boah, Alter. Voll abgeschossen. Voll ins Gesicht hier. Okay. Oh, ich arbeite auch bei der Firma. Ah, oh, das ist ja cool. Nice. Schöner Job. Was machst du da bei der Firma, wenn ich fragen darf? So, wo finden wir denn hier noch ein paar Skuldis? Alles nochmal genau unter die Lupe nehmen hier, bevor wir weitergehen. Dü. So, erstmal einen Schluck Wasser. Ah, so, das hier mal frei Herzrun durchspielen, ha? Was sagt er? Oh Gott. Boah, Patentabteilung, ey, cool. Nice. Ich habe seit 1.7. auch endlich einen Job. Erzähl mal. Was machst du denn Schönes? Eva. Auf jeden Fall spannend. So.
Hier ist auch nicht wirklich was. Ich hätte vielleicht nochmal gegen den Baum rollen sollen da drüben. Warte, das mache ich nochmal kurz. Nö. Und vielleicht hätte ich da hinten auch nochmal gegen den Baum rollen sollen. Machen wir auch nochmal schnell. Ausbildung zum Erziehen, das als Autist. Aber mir wird eine Chance gegeben und ich möchte sie nutzen. Oh, ja super. Geil. Hä, das ist doch voll gut. Aber es gibt doch bestimmt auch, vielleicht gibt es auch so speziellere Bereiche, wo du dich dann weiterbilden kannst, wenn du da ausgelernt hast. Weil es gibt ja auch saumäßig viele autistische Kinder, sag ich mal. Und es gibt ja dann auch spezielle Orte, wo man sowas macht. Und wenn du selber davon betroffen bist, dann kannst du dich ja vielleicht besser in die Kinder hineinversetzen. Wenn du weißt, was ich meine. Vielleicht ist das... Vielleicht gibt es da irgendwas. Hört sich für mich gut an. Genau deswegen wollte mich der Koordinator. Ja, perfekt. Perfekt. Okay, also... Hier sehe ich jetzt gerade nichts mehr zum Weiterkommen. Ich würde halt gerne als Kind nochmal da hoch. Aber ich habe hier keinen Huhn. Wenn du bei Lord Yabu Yabu bist, musst du dich rechts halten. Sie müsste da an der Wand sein. Es muss Nacht sein. Genau. Warte. Wir machen erstmal Nacht wieder. Hier war jetzt halt gar nichts, ne? Das war jetzt ein bisschen traurig. Weil wir jetzt hier, aua, als junger Link wieder gar nichts gefunden haben. Ich hätte halt gern, aua, würde halt gerne nochmal da, ich höre ein Huhn. Es muss doch einen Sinn haben, dass wir hier einen Huhn finden können, oder? Was meint ihr? Ich weiß aber nicht, ob wir als Kind schon mal da drüben waren. Möglich. Laplace, hallihallo. Was geht? Schön, dass du da bist. So, Huhn weg. Ich hoffe, wir finden da oben noch irgendwas. Wäre toll, wenn da irgendwo noch eine Skulti rumhängen würde. Okay, auf den ersten Blick wieder nicht. Ja, die Löcher unterscheiden sich ja nicht als Erwachsener und so. Deswegen muss ich da jetzt gar nicht reingucken. Nur die Bäume könnten sich unterscheiden. Ne, auch leider nichts. Ach, schade. Ich hätte gedacht, da kriegen wir vielleicht noch was Schönes. Schade. Na gut. Hat sich das auch schon erledigt. Gut, jetzt wird schon wieder Tag, ey. Wenn bei uns so schnell Tag- und Nachtwechsel wäre, müssten wir gar nicht auf Arbeit gehen, ganz ehrlich. Ich habe auch mal in einem Kindergarten gearbeitet vor meiner Ausbildung. Ja, in Frankfurt, Fechheim war 2009, 2010 in einem Kindergarten in Bonnheim, aber finanziell konnte ich nicht weitermachen. Oh, schade. Ich hoffe gar sehr, dass da unten nichts mehr ist. Sieht aber nicht so aus. Für meine Spähaugen. Nö, alles klar. Gut, weiter geht's. Vielleicht finden wir ja als Kind hier drinnen noch irgendwas. Ansonsten, ja. Die letzten Skulltis, die sind halt saumäßig schwer. Ich hätte echt gedacht, wir kommen schneller voran. Aber das sieht ja fast danach aus, als ob wir noch einen Stream brauchen. Könnte ich mir glatt vorstellen. So, auf dem ersten Blick sehe ich auch erstmal nichts. Jetzt mal ab ins Loch. Mal schauen. Juhu, noch ein Stream.
Ja, die Sache ist halt die, es ist halt nicht mehr großartig Spannung, ne? Es ist halt, wir labern mehr und gucken ein bisschen. Hoffen, dass wir irgendwo eine Skulti kriegen. Ja, die Eishöhle haben wir hundertprozentig fertig. Da bin ich mir sehr sicher. Das habe ich gleich, als wir das erste Mal drinnen waren, fertig gemacht. Da bin ich hundertprozentig sicher. Wir wären alle sehr glücklich, wenn du noch einen Stream machen würdest. Dankeschön.